Ja, wir sind heute Morgen aufgebrochen am Mont Saint-Michel und machen jetzt so ein bisschen die 7-Leuchtturm-Tour, wobei wir mit Sicherheit nicht alle 7 machen werden. Wir waren jetzt eben schon am Cap Fréhel und sind jetzt hier am Mont Rouge. Das sind natürlich alles sehr fotogene Spots, aber auch relativ überlaufen mit Touristen. Wir sind jetzt hier unterwegs Ende September, Anfang Oktober und es ist immer noch bannig viel los. Liegt vielleicht auch ein bisschen am schönen Wetter, da haben wir natürlich richtig Glück. Ich würde mir ein paar mehr Wolken wünschen, aber auch so kann man hier richtig tolle Fotos machen. Also auf alle Fälle ein Tipp. Ja, und wir sind an der nächsten Station unserer Leuchtturmtour hier am Leuchtturm Kermovan. Und auch hier wieder unheimlich pittoresker Ort, wie ich finde. Ich finde ja diese Steilküste, diese zerklüfteten Steine. Hier hat man auch so Schichtgestein, was unheimlich golden glänzt. Wirklich ein toller Ort hier zum Fotografieren. Mit Sicherheit natürlich zum richtigen Licht, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang noch interessanter. Aber auch da werden wir uns hier natürlich wieder einfinden. Wir machen jetzt im Prinzip nur Location Scouting und kommen dann heute Abend nochmal wieder zum Fotografieren. Ganz kurz mal zu unserer Reiseroute. Wir haben als erstes angefahren Mont Saint-Michel und dann kann man anschließend toll diese Leuchtturmroute beginnen. Man fährt dann zum Cap Fréhel, circa 1,5 bis 2 Stunden, dann zum Mont Rouge, auch circa 1,5 bis 2 Stunden und nach 2 Stunden ist man dann auch hier am Kermovan. Und wenn man dann erstmal hier in der Ecke ist, dann ist auch der Leuchtturm Petit Minou nur noch so circa 20 Minuten von hier weg. Also wirklich alles sehr eng beieinander und gut machbar. Natürlich, wenn man überall zur besten Fotozeit sein will, also entweder zum Sonnenuntergang oder zum Sonnenaufgang, dann muss man sich das auf mehrere Tage verteilen. Wir sind jetzt an der nächsten Station angelangt, wieder ein Leuchtturm, und zwar der Leuchtturm Petit Minou in der Nähe von Brest. Und der hat mich hier völlig umgehauen landschaftlich, denn wir haben hier wirklich ganz, ganz schroffe Steilküste. Hier gibt es verschiedenste Punkte an der Küste, an denen man anhalten kann und den Leuchtturm wirklich aus auch verschiedensten Perspektiven fotografieren kann. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke mal, hier werden wir wahrscheinlich dann auch noch mal herkommen zum Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Das müssen wir alles noch mal genau eruieren. Aber das ist auf alle Fälle ein richtig toller Spot hier.
Unsere kleine Fototour neigt sich dem Ende zu. Insgesamt hatten wir zwar Glück mit dem Wetter, aber ich hätte mir den einen oder anderen stürmischen Tag mit aufgewühlter See gewünscht. Ja, das ist meine erste Tour durch die Nordbretagne und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin völlig überrascht, denn hier könnte man an jeder Ecke stehen bleiben und fotografieren, denn ständig entdeckt man neue Motive und diese gesamte Landschaft hier, die ist so pittoresk und natürlich auch fotogen dadurch, dass man sich sehr darauf konzentrieren muss, was man denn zum schönen Licht dann auch wirklich für Motive fotografieren möchte, also zum Sonnenauf-, Sonnenuntergang bzw. Abendsonne oder auch dem Morgenlicht. Ja, und mit meinem Fahrzeug hier bin ich natürlich auch sehr glücklich, denn hier habe ich alles, was ich brauche zum Arbeiten, zum Schlafen und auch zum Kochen und sieht von außen aus wie ein PKW, dieser Minicamper und ist dadurch natürlich sehr unauffällig und im Prinzip kann ich überall stehen bleiben und schlafen und dann an den entscheidenden Motiven auch zu sehr früher Stunde oder sehr später Abendstunde dann auch sein.